Hallo und herzlich willkommen zurück zu Edna brecht aus. Wir sind immer noch in der Irrenanstalt gefangen. Aber wir sind jetzt im untersten Stockwerk angekommen und gehen durch die letzte Tür. Huch, oh oh. Nein! Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Nein, der Ausgang ist doch so nah. Und du hast einen Sprachfehler. Was sollen wir tun? Das fängt ja gut an. Ich hab's gewusst. Wir haben eine Sondergenehmigung. Ich bin nur zu Besuch, klar, in dem Outfit. Ich bin doch der Neue. Ich bin gar nicht da, du hast mich nie gesehen. Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Oh, wir sind schon der bekannt. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Löscht. Jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe echt Stadt mit dir. Alarm! Oh Mann. Entflohener Patient! Was gibt's? Na was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich bitte. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. Was? So verkehrt wird das schon nicht sein. Was? Andere? So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Das habe ich wohl vermasselt. Wieso? Wir könnten einen Aufstand proben. Können wir nicht wieder zurück zu durch die Tür? Hallo? Hallo? Oh. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Hier ist eine Tür. Juppie. Tür. Wir reden erstmal mit dem Typen jetzt hier. Moment. Vielleicht redet er jetzt mit uns, wenn wir auf derselben Seite sind. Komm, wir stehen auf einer Seite, Hallo. Junge. Hallo. Hallo? Hey? Feuer! 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ich möchte Kekse. Können wir zum Aufhören? Borgst? Du kennst nicht zufällig einen Weg hier raus, oder? Stimmt nicht. Nein, aber du willst hier sowieso nicht raus. Glaub mir, die Welt da draußen ist ein brutaler Ort. Die Fehler, die du da machst, haben echte Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel mehrere Millionen Euro verlierst, nur weil du für einen kurzen, klitzekurzen Augenblick unaufmerksam warst. Zum Beispiel, weil deine Frau ruft, sieh nur, Juppi, es ist dein Junge. Dann wird dich die Schuld ein Leben lang verfolgen. Was? Alter. Oh je, und du hast ja Kinder. Er telefoniert doch... Na okay, wir spielen mal mit. Kannst du mal kurz mit dem Telefonieren aufhören? Bestimmt nicht. Da ist gerade mein Broker dran. Es geht um Millionenbeträge. Okay, ich glaube, der ist in irgendeiner Vergangenheitsbrase gefangen. Ob du mir wohl mal dein Telefon borgst? Hör mal, das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ich nicht erreichbar bin. Man stelle sich nur vor, ich lege es nur einen kurzen Augenblick lang aus der Hand. Zum Beispiel, weil meine Frau ruft, sieh nur, Juppie, es ist ein Junge. Und man stelle sich weiter vor, in diesem kurzen Augenblick, in dem ich zu meiner Frau hinüberschiele, fällt der Kurs meiner Aktien ins Bodenlose. Ich würde Millionen verlieren, weil ich nicht am Telefon war. Kommst du zu schreien? Nur einen kurzen Augenblick lang. Ein einziger Augenblick der Achtlosigkeit. Und mein ganzes Leben ist zu Ende. Zu Ende. Ah! Okay. Das macht mich mal nervös, wenn Leute rumbrüllen. So ich gehe da mal hier. Ruhig weiter. Das wollte ich ohnehin. Hallo? Ja. Bist du noch dran? Da ist bestimmt noch jemand in der Leitung. Ich bin mir sicher. Wir gehen mal in die Tür. Fliege voll. What? Alter, es wird ja immer besser. Was zur Hölle? Was bist denn du für einer? Ein Professor. Okay, und eine Pumuckl-Lampe und ein Panther und... Wir reden mal mit dem Typen. Psst, psst. Hallo. Hallo. Hey, du musst dich nicht vor mir verstecken. Wer weiß, du könntest ja auch eine verkleidete Velociraptor sein. Velociraptor. Ja, das könnte ich sein, aber das bin ich nicht. Hm.
Was macht die Forschung? Weißt du was über Dr. Marcel? Weißt du, wie ich hier rauskomme? Darf ich bitte den Kanal wechseln? Redet er dann eher mit uns? Das ist ein verrückter Wissenschaftler? Was machst du da hinten? Ich betreibe Nacktforschung in Paläontologie. Eine Nacktforschung? Hinter dem Sessel? Wo sonst? Ein prähistorisches Skelett liegt nicht einfach in die Mitte des Zimmers. Das wäre dann nämlich längst allen aufgefallen. Das leuchtet ein. Oh je, die sind alle so durch, oh weia. Ich glaube, Edna ist echt noch die normalste hier. Gottes Willen, Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Der Mord! Of course. Was? Er zückte Dino-Menschen-Breeden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein, das wusste ich doch nicht. Oh Gott, sie sind alle so durch. Der eine Typ, der irgendwie mit nichts telefoniert und trotzdem schwer beschäftigt ist, und jetzt noch so ein irrer Wissenschaftler. Was zur Hölle? Ich heiße Edna, darf ich bitte den Kanal wechseln? Vielleicht ist er dann vernünftiger. Darf ich bitte den Kanal wechseln? Auf keinen Fall. Ich muss wissen, wie es ausgeht. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab. Die Dinosaurier sterben aus. Es war der Gärtner. Am Ende finden sie zueinander. Das Gute triumphiert. Die Dinosaurier übernehmen die Weltherrschaft. Es war der Gärtner. Unmöglich. Ich hatte die T-Rex in Verdacht. Vielleicht lassen sich Dinos ja in der Landschaftsarchitektur verwenden. Das sollte ich unbedingt einmal durchrechnen. Du kannst umschalten. Ich muss meine Aufzeichnungen überarbeiten. Was bringt das jetzt? Machen wir das mal? Schalt mal um. Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Huch. Kaufen und verkaufen. Huch. Na toll. Vom Regen in die Traufe. Da hat sich die, haben sich die Texte überlappt, aber... Moment. Kann man daraus was lernen? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Okay, anscheinend nicht. Aber der draußen ist ja ein Börsenmakler. Oder sowas. Ja, was soll das bringen? Der redet ja dann eh nicht mit uns. Typi. Wahrscheinlich brechen wir ihm dann nur das Herz. Was können wir denn hier machen? Auf den Kopf. Möchtest du meinen Poloschläger haben? Nein! Hölle, wo verhältst du mich? Ich bin eine britische Bildungsbürger. Und keine von diesen knüppelschwingenden Balloonhosen-Jockeys. Balloonhosen? Wenn sie mich in ein Team aufgenommen hätten. Assholes. Er hat Assholes gesagt. Okay. Dann gehen wir einfach nochmal hier durch. Was gibt's denn hier noch? Ah, okay. Das ist also der Alu-Mann, der mit uns noch Stromschocks macht. Schocks. Ein Regal. Da geht's noch zum Telefon. Na klar. Da ist nur die Hälfte. Die andere Hälfte hat ja der Juppie. Okay. Was ist das? Trockenbecher. Wir gucken uns erstmal alles an. Upsa. Schon wieder daneben geklickt. Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Ja, hier. Der Besen. Besen, sei es gewesen. Hallo. Trockenbecher. Ist das dein Name? Trockenbecher. Darf ich da nicht rein? Trockenbecher. Aber was? Ich brauche eine Audienz beim König. Was? Trockenbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. So muskulös und männlich. Können wir ihn nicht beeindrucken. Guck mal, hier ein Kugelschreiber. Gibst du mir ein Autogramm? Trockenbecher. Na gut, aber ich komme drauf zurück. Okay. Auf den Kopf. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Ja. Immer diese Gefühlsduselei. Guck mal hier. Oh, ich kotze gleich. Immer wenn ich das höre, wird mir schlecht. Hier, guck mal, kriegst du unseren Fuß. Das zeige ich ihm lieber nicht. Ich möchte nicht, dass er schlecht von mir denkt. Aber unser Zehennagel ist doch voller Liebesbeweis. Wasserbecher? Dies ist ein Wasserbecher. Kein Droggelbecher. Das Comic? Oh. Moment, ich verklick mich immer. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Die limitierte Erstauflage. Bam! Droggelbecher.
hat. Ach so. Troggelbecher. In der kurzen Zeit? Troggelbecher. Wow. Das hätte ich mir ja denken können, dass ihn das nicht beeindruckt. Ich find's geil, dass sie ihn versteht. Harvey? Ist Troggelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. Nein, Harvey, du bist mein Herzenssprecher. Keine Angst. Dann gehen wir mal zu dem Alu-Mann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Okay. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich komme aus dem Turmverlies. Ich bin Brachner. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Howdy, ich bin deine Cousine Betty. Okay. Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Quifluss. Ich überlege gerade, sind wir ehrlich zu ihm? Ja, wir suchen uns Freunde. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, fort. Dein Freiheitsbestreben ist groß. Groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt. Gemaßregelt. Zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen. Patusch. Der Vulkan bricht aus. Padam. Wow, gut geraten. Edna bricht aus. Hoho, was für ein Wortwitz. Ja, was führt uns zu dir? Hallo Mann, wer bist du? Was genau machst du da? Tja, Kleiderbügel? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Okay. Wer wohnt in der Kissenburg? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Okay. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar heute das Regal und morgen die Welt. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Das heißt, wir müssen mit dem Typen sprechen reden. Sprechen wir über was anderes. Ja, nein. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf dein Karma auf. Immer. Ich möchte da rein. Troggelbecher! Troggelbecher! Na gut, das sehe ich ein. Ich muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Verletzen können wir ihn nicht, der ist fasziniert. Weiß nicht. Und wenn man den hier... Vielleicht lenkt er ja den Troggelbecher ab, wenn er... Ich weiß nicht. Wir reden mal mit denen. Wir können uns ja jetzt mit ihm nochmal unterhalten wahrscheinlich. Hallo? Über Verkaufen und Kaufen. Kaufen? Was sagst du? Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Matt? Hallo? Hallo!
Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Nein, nicht kaufen! Nicht kaufen! Verkaufen? Nicht kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Hm, und andersrum? Da gab es ja noch Verkaufen. Hallo? Hallo? Verkaufen! Was sagst du? Verkaufen? Verkaufen! Verkaufen? Verkaufen! Verkaufen? Wirklich verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen! Nicht mehr kaufen! Nicht mehr kaufen! Was sagst du? Na, ein Glück. Hä? Moment, das raff ich gerade nicht. Hallo? Irgendwas ist damit, aber Hallo? Ich versteh's nicht. Kaufen! Was sagst du? Kaufen? Ach, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Kaufen! Kaufen? Kaufen! Kaufen? Nicht vielleicht langsam verkaufen? Ha! Huh. Sieh mal, Juppi, es ist ein Junge! Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Scherz? Oh nein, nicht schon wieder! Das Telefonat! Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr. Halt das Telefon ruhig. Gib. Alter, wir haben sein Trauma voll ausgenutzt. Aber wir haben jetzt ein Telefon. Können wir das Trockelbecher schenken, oder? Upsa. Trockelbecher, guck mal, was wir haben. Guck mal. Ja? Hallo? Und? Für dich. Trockelbecher? Trockelbecher? Und? Trockelbecher. Ja, die finde ich auch lästig. Ha. Huh. Was sagt denn der Kommentator? Trockelbecher! Ja, ich hatte natürlich sehr viel Spaß, den Charakter Trockelbecher zu schreiben. Und es war auch sehr zeiteffizient. Ich hatte auch sehr viel Spaß, das zusammen mit Mike aufzunehmen im Studio. Aber dass halt tatsächlich einer der Lieblingscharaktere von den Spielern in Edna bricht aus wird, das hat mich dann doch sehr überrascht. Und von Zeit zu Zeit gucke ich mal bei Google nach und gebe den Begriff Trockelbecher ein und freue mich dann immer zu sehen, dass der Begriff halt überall von Leuten als Nickname in irgendwelchen Foren benutzt wird und manchmal in irgendwelchen Forenposts halt einfach mal so zwischendurch, also auch wenn es ganz weit ab oder überhaupt gar nicht zum Thema Adventures oder Edna bricht auskommt, halt irgendwie einfach mal so ein Trockelbecher Ausrufezeichen dazwischen gesetzt wird. Was das Wort tatsächlich bedeutet, weiß nur ich. Und ich nehme dieses Geheimnis mit ins Grab. In diesem Sinne, Trockelbecher. Trockelbecher. Oh Mann, wie geil. Ja, aber da merkt man halt auch wieder, was für einen Kultstatus Edna und Harvey eigentlich haben. Trockelbecher. Oh Mann. Tja. Machen wir jetzt damit. Können wir das reparieren? Da müsste ich schon Ingenieur der Medientechnik sein, um das zu reparieren. Was war das? Was? Wechselgeld. Münze? Münze? Möchte die vielleicht Trockelbecher haben? Trockelbecher, möchtest du eine Münze haben? Münze? Nein. Männer wie Trockelbecher sind unbestechlich. Verdammt. Tja. Was ist hier drin? Irgendwie komme ich gerade wieder nicht weiter, was das hat. Hier steht Löffelknappheit. Oh mein Gott. Bringt eure Löffel zurück in die Kantine. Pam, pam, pam. Nur für Personal? Und drei Türen. Den Flug kann man nicht weitergehen. Gehen wir mal rein. Was ist das für einer? Ein Fahrgast und ein Kontrolleur. Wäschelift. Okay. Pflegefall. Guten Tag. What? Guten Tag. Redet der echt nicht mit uns?
Der Affe sagt was? Guten Tag. Oh, der Arme. Voll gestört und irgendwie ein bisschen hektisch paranoid. Tja, ich würde sagen, mit dem hier reden wir das nächste Mal. Und dann stehen ja noch die anderen Zimmer an, die wir kontrollieren müssen. Und hier gibt es einen Wäschelift. Ist das vielleicht der Weg in die Freiheit? Bleibt dran und erfahrt es. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.